Ja, Leute, da wären wir wieder zum nächsten Stream von Tiny Aura 6. Und wie fängt hier der gute Stream an? Eigentlich wollte ich Tinymon streamen. Ja, das ist auch jetzt wieder der Fall, aber ich habe es nicht geschafft. Dafür könnt ihr auch mal gerne auf meinem Kanal in der Playlist vorbeischauen oder in den Playlists. Dort befindet sich auch Tinymon unter anderem. Genauso wie bald dann auch Tiny Aura 6, jetzt aber noch nicht, doch. Ich glaube, wenn ihr das Video seht, könnte es schon sein. Auf jeden Fall kommt bald die erste Folge. Da ist nämlich am Sonntag geplant der Upload. Da geht es endlich also auch auf YouTube offiziell mit dieser Staffel los. Und ja, dementsprechend muss ich langsam mal hier auch ein bisschen mehr schaffen und streamen, damit ich einfach gewisse Fortschritte erreiche. Genau, da kann ich hier schon mal ausbauen. Und ich wollte ja auch ein Feld dahin hauen und alles, mal gucken, wie weit wir kommen. Jedenfalls habe ich es jetzt nicht mehr geschafft, Tinymon zu starten. Der Server, das hätte noch viel länger gedauert als das jetzt hier nur. Und deswegen habe ich es gelassen. Tut mir leid, aber geht manchmal nicht anders. So, dann schauen wir mal. Ich würde... Alter, ich kann eigentlich mal ein bisschen mehr machen, oder? Als das hier. Was ist denn das? Oh Mann. Ah, warte, ich kann auch mal schon mal die Gelegenheit nutzen, hier abbauen. Okay. So, da oben noch. Kommt alles weg. Toll, keine Axt mehr. Es mangelt an allem. Also Axt. Mehr Slabs. Ah, warte mal, habe ich überhaupt noch genug Zeug? Ich habe ja kaum noch Cobblestone. Toll. Ah, ich dachte schon, da wären noch Obsidian, aber das ist ja die Lava, die ist durch das Texture Pack so dunkel. Weil es ja Schokolade darstellen soll. Ja, wir spielen wieder mal mit dem Weihnachts-Texture Pack. Ich dachte mir jetzt so zum Jahresanfang ist es noch gut. Warum nicht? Immer noch die Weihnachtszeit ein bisschen ausklingen lassen und weiter genießen. Scheißegal, ob irgendein Datum erreicht ist, weißt du. Ich will einfach so dieses Feeling noch haben. Und ja, weil das halt ganz schön ist. Auch wenn bei Tiny CA startet, dann möchte ich, dass das Feeling von Weihnachten, was in den letzten Jahren immer zu den Startterminen präsent war, irgendwie noch da ist und deswegen... Immer mit der Ruhe, ne? Mal gucken. So. Ja, ich muss einfach mal wieder was farmen hier. Man sieht, dass ich habe kaum noch was und es wird Zeit, ne? So, ich habe auf jeden Fall den Chat offen, da kann ich auch lesen, was los ist, wenn jemand schreibt. Falls man denkt, ich gucke da nicht so oft rein. Gerade eigentlich schon. Und ja, ich hoffe, dass ich jetzt die Zeit schaffe, die ich schaffen will. Ich weiß es noch nicht. Deswegen wollte ich jetzt nicht extra Tinymon stoppen. Es kann nämlich sein, dass ich dann eher aufhöre und da würde sich das nicht lohnen. Tiny Aura ist halt schnell mal gestartet, weißt du, Vanilla hier und der Server fährt auch schnell hoch. Und dann leckt es vor allem nicht so, das ist ja auch mal übel das Problem. Sonst wäre das alles ja auch noch ertragbar, wenn man ein bisschen länger warten muss zum Starten. Aber wenn das dann noch so rumleckt und man nebenbei nichts, aber auch nichts machen kann am PC, dann kann ich halt nicht streamen. Es tut mir leid. Das ist oft ein Grund eigentlich, warum kein Tinymon kommt. Ich werde das, glaube ich, habe das zwar in Hexit angesprochen in einer Folge, die bald kommt. Aber ich werde das auch nochmal ansprechen in einem anderen Video, weil ich damit echt zu unzufrieden bin. In der Tinymon-Folge selber werde ich da mal rüber mal reden. Ja. Ich denke, das ist notwendig. Ich habe jetzt eh lange nicht aufgenommen. Ich glaube Ende Oktober die letzte Folge. Aber da kann ich ja mal gucken kurz. Wann habe ich Tinymon aufgenommen? Ich suche mal hier nach allen möglichen Dateien. Am 30.10.
Okay, und das ist dann Folge 48 auf YouTube. Wenn ich mich zwischendurch nicht verzählt habe. Hey, ich dachte, ich habe noch mehr zwischendurch aufgenommen. Oder habe ich irgendwo vergessen, was mit reinzuzählen? Das kann halt auch immer sein. Ah, nee, nee, das ist schon richtig. Genau, ich hatte die, die ich auf eine andere Festplatte aufgenommen habe, hier schon bedacht bei der Zählweise. Okay. Also habe ich jetzt 48 Folgen Tiny Moon. Das ist schon mal gut zu wissen, da kann ich sagen, ich mache bis Folge 50. Da mache ich jetzt noch zwei Folgen. Und Streams werden halt entsprechend mehr. Okay. Vielleicht mache ich die letzte Folge mit Rize oder Lukas, ich weiß noch nicht. Und die vorletzte mache ich alleine, denke ich, ja. Vielleicht mache ich aber die letzte dann alleine. Auf jeden Fall, das ist erstmal ein Plan. Da haben wir also bis Folge 50, wann käme die dann? Vor allem, wie geht's danach weiter? Kommt dann direkt das wieder wöchentlich, also Tiny Hexit oder. Okay, ich versuche mal weiterzureden. War kurz weg. Ja, auf jeden Fall muss ich mir da mal einen Plan machen mit den ganzen Uploads und so. Gerade was Teilnehmern angeht. Ja, ich lasse das mal mit nachpflanzen, glaube. Und dann mache ich es doch. Perfekt. Ich habe schon mal einiges an Erde, das ist gut. Wie viel habe ich denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, 13, 14. Dann hier also noch eins mehr. So, hier sollte es, glaube ich, zu der Mobfarm dann gehen. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, habe ich in der einen Folge geplant. Pack mir die erstmal dahin, wo es hin nicht hin soll später, aber egal. Ich nehme den mal mit. So, 33 Erde. Wie viel kriegt man da? Ein 5x5 Feld kriegt man auf jeden Fall hin. Da brauchen wir 24. 6x6, da brauchen wir 36. Na ja, können wir ja schon mal anplanen, anpeilen.
Oder eigentlich müssen wir 9x9 anpeilen. Da zeichne ich schon mal vor. So. Noch zwei. Nehmen wir mal die. Hier müsste das Wasser hin. Hier ist der Eimer. Ich habe ja auch noch kein Dings. Kann ich hier zufällig Bone Meal hinsetzen? Ja. Perfekt. Dann habe ich jetzt unendlich Wasser. Oder erstmal so. Okay, das ist natürlich immer wieder blöd. Aber Moment. So. Genau. Das mache ich erstmal weg. Mache ich das wenigstens überall so. Und das kommt auch weg. Ne, warte, da muss ich das ja dran setzen. Ich muss das ja im Nachhinein weg. So. Das ist gar nicht so leicht. Huch. So. Ach, na toll. So. Ah, hier kommt ja eh Erde hin dann. Hätte ich eigentlich auch gleich machen können. Obwohl, naja. Lieber vorsichtig, als es dann zu verlieren. So. Die fehlende Erde werde ich mir übrigens später holen. Habe ich mir schon überlegt neulich. Brauchst du mal wieder eine Steinspitzhacke? Geht das so gar nicht. Fast runtergefallen. Ach, Seeds haben wir erst. Ach nee, 30. Kann ich ja eigentlich alles bepflanzen. Dann wird hier auch noch was sein. Ja, aber wie viel? So. Okay,
Okay, 15 Minuten, dann bin ich schon dabei. Auch nicht schlecht. Hab eigentlich einiges geschafft jetzt. Mann, das ist aber auch schlimm mit dem Klicken hier, dass das immer nicht richtig macht. Da latsche ich einfach runter. Na. Dass ich das nicht schon längst gemacht hatte mit der Fackel. Die ist ja gespawnt. Ejo, nice. Die packe ich gleich mal irgendwo hin. Das ist ja geil. Geht's wieder nicht. Mobfarm in dieser. Einfach aufgehört zu schreiben. Tja. Ich muss die wohl erstmal hier irgendwo reinhauen. Okay. Mal sehen, wann die nächste kommt. So, da hinten wäre die Mobform, glaube ich, schlecht. Da kommen vielleicht noch Tierställe und so hin. Und irgendwas zum Haus, was dahin passt, aber Mobform würde ich hier hinhauen. Ne? Da muss ich aber erstmal gucken, wie groß die Insel wird. Deswegen weiter bauen. Das wäre so der erste Schritt. Ich kann mal bei Erwi craften. Mal schauen, ob noch ein Tier spawnt. Oh, hier ist ein Schaf und ein Pferd. Also das Spawning ist im Gange, ne? Können wir ja auch mal hier kurz in so einen kleinen Stall packen.
So, ist immer ein bisschen schwierig, wenn man das Weizen in der Hand hat. Ach hier. So. Ja, packen wir mal hier ein bisschen was zu ihm. Ich hab's ja alles dank ihm erhalten. Und das Pferd, ey. Das muss man eigentlich mal sichern. Aber ich kann das nicht mal anlocken. Geht das mit dem? Junge, das ist übelst gefährlich. Ich muss in Game Mode gehen. Dass ich das erstmal wieder auf den Boden schieb. Pass auf, ich pack das weg und hol mir davon eine Leine. Und zwar auch nur temporär, damit ich das kurz verschieben kann. Oh jo. Wieso läuft das immer weiter über den Rand? Was soll das? Ich glaube, ich packe hier einen Zaun in die Insel und hänge das da dran. Huch. Boah. So. Ja, mache ich jetzt erstmal Schluss. Genau.